Hallo, mein lieber Steinbock. Ich grüße dich. Schön, dass du hier bist. Und herzlich willkommen zu deiner Juni-Monatslegung. Wir gucken uns an, was da so auf dich einwirken will, was wichtig wird, was auf dich zukommt, was eine große Rolle spielt. Du bedenkst wie immer, dass die Monatslegung allgemein ist und nicht unbedingt auf alle Steinböcke zutreffen muss. Aber ihr werdet das im Laufe der Zeit auf jeden Fall spüren. Wir gucken uns erstmal eine Überschrift an, ein Thema, was es da zu sagen gibt. Und dann schauen wir, welche Situationen wichtig sind für dich, was sich da so ereignen wird, ereignen kann. Und das klären wir alles auf. Und zum Schluss gibt es noch eine Orakelkarte. So, mein lieber Steinbock, dann wollen wir doch mal schauen, was ist denn bei dir im Juni 2024 los? Was gibt es da vorab zu sagen? Steinbock. Pause. Ja, Pause. Der Pauseknopf. Eine Pause machen. Pause von etwas, Pause von jemandem. Ruhepausen. Vielleicht ist das auch sowas wie Urlaub, Pause, sich Ruhe gönnen. Der Appell so von wegen, mach mal Pause. Ich lese dir das mal vor aus dem Buch, was da so steht. Pause. Sehen Sie die Ecke dort drüben? Sie gehört ganz allein Ihnen. Und es ist Zeit, dass Sie sich eine verdiente Ruhepause gönnen, ehe Sie wieder in den Ring steigen. Was gerade dort draußen vorgeht, spielt keine Rolle. Es spielt auch keine Rolle, was die anderen sagen. Alles außer Ihrer eigenen gesegneten Freude ist jetzt Geschichte. Stecken Sie Ihren Kleim ab und gönnen Sie sich dann eine Pause. Der Sturm ist überstanden und ruhiges Fahrwasser erwartet sie. Ja, Steinbock, eine Pause machen, sich zurückziehen, eine Pause von einer Angelegenheit machen, sich daraus ziehen, sich Pause gönnen von Menschen oder ja, Situationen, je nachdem. Du solltest dir auf jeden Fall eine Pause gönnen. Vielleicht auch wirklich weg, Urlaub machen, wegfahren und Hektik, Stress oder sonstiges hinter sich lassen. Wir gucken jetzt rein. Steinbock, Juni 2024. Was kommt da auf Steinbock zu? Was wird wichtig? Die Rosen. Steinbock, was kommt auf den Steinbock zu? Was wird wichtig im Juni? Klappe Action. Die Kette, wow. Ist das ein bisschen schief hier? Steinbock, Steinbock. Oh, Kleeblatt. Sonne. Eieiei. Steinbock, was kommt auf Steinbock zu im Juni? Der Turm. Die Enten, Sand, eine letzte noch, Steinbock, Juni, Lagerfeuer, wow. So, Steinbock, ich lasse das ganz kurz wirken und dann geht's los. So, die Rosen, Steinbock, das steht für Wertschätzung, Wertschätzung im Überfluss, eine Sache, die dir auch Wertschätzung bringt, etwas, was sich so anfühlt, als ob es in Überfluss da ist. Entweder bekommst du diese Wertschätzung oder aber du widmest dich den schönen Dingen, weil die Klappe Action sagt, dass da etwas für dich anfängt, etwas beginnt. Du stürzt dich wo rein in eine Sache, in eine Angelegenheit, die dir wirklich sehr wichtig und kostbar ist. Du schaust auf Dinge, die dich weiterbringen. Das kann eine schöne Zeit sein, die dann für dich anfängt. Vielleicht ist das wirklich sowas Geschenktes, Gegebenes von einer Person oder von Personen in einer gewissen Situation. Ja, vielleicht fahrt ihr wirklich mit jemandem weg oder ihr besucht jemanden, sowas in der Art. Das kommt so an, als ob man sich jetzt wirklich den schönen Dingen widmet.
Als ob man sich nur die Dinge anschaut, die jetzt gerade einen gewissen Wert für dich haben, die wichtig sind für dich. Also da beginnt etwas für dich, eine Situation, die auch mit Wertschätzung, Gabe und Wert überhaupt zu tun hat. Entweder ist es so, oder aber du bekommst da wirklich so eine charmante Wertschätzung von jemandem, ne? Und das ist dir auch sehr wertvoll, das bringt dir auch sehr viel Wert. Das ist dann einfach so eine Kostbarkeit, ne, die man emotional empfindet. Wir gucken jetzt mal, womit das hier was zu tun hat. Die Rosenklappe Action und die Kette Steinbock. Worum geht's denn da? Worum geht's denn da? Hier, das Ass der Münzen, ein Angebot, eine Stabilitätsgabe, etwas, was du ergreifen kannst, ein Angebot. Du nimmst etwas an, du ergreifst eine Möglichkeit, die dir einen gewissen Wert bringt. Das ist ein Zugreifen, da greift man zu. Vielleicht kriegt ihr wirklich ein Angebot, ne? Das muss jetzt nicht liebestechnisch sein, das kann ein anderes Angebot sein, ne? Stabilität, etwas, was man greifen kann. Du ermöglichst dir oder du ergreifst da auf jeden Fall eine Angelegenheit. Da kann dir ein Stück weit Sicherheit gegeben werden, wo du dann auch noch zugreifen kannst. Ne? Entweder kommt das von Menschen, das nimmst du an, oder du nimmst die Angelegenheit an, so jetzt widme ich mich den schönen Dingen, die mir wirklich wichtig sind. Klären wir das mal auf, Steinbock. Was ist denn hier los? Das Haus. Noch eine Karte. Ja, genau. Sicherheit und Geborgenheit. Jetzt ist es Zeit. Auch Zeit mit der Familie verbringen. Ne? Zeit für Geborgenheit. Vielleicht verbringt man wirklich mit der Familie Zeit oder man fährt irgendwo hin. Ne? Zum Haus, Hotel oder Besuch. Urlaub, Einladung. Jetzt ist es Zeit, die Zeit zu genießen mit den Liebsten. Jetzt ist es Zeit, die Geborgenheit zu genießen, ne? Rückzug. Oder eben, es gibt dir zu einer gewissen Zeit diese Sicherheit, ne? Weil du diese Wertschätzung von jemandem bekommst, weil du ein Angebot bekommst. Im Hintergrund haben wir die 45 und das ist das Telefon. Das ist Kommunikation, Gespräche, ja. Vielleicht ist das eine Verabredung, man spricht drüber, man macht etwas ab. Ne? Vielleicht wirklich so eine Reise, Urlaubsreise oder Besuch, vielleicht kommt ja auch jemand zu dir. Also man wird sich da auch sehr viel austauschen, Kommunikation und Gespräche, Telefonate. Das kann dann auch wirklich diese Sicherheit sein, die du durch dieses Angebot bekommst. Das Angebot, was dir ein bestimmter Mensch macht, ne? So, jetzt gucken wir mal weiter. Kleeblatt, Sonne und Turm. Ja, in Kürze ab in die Sonne, beziehungsweise in Kürze erreicht man die Wärme. Das ist, glaube ich, diese Pause, ne? Kurz mal sich eine Pause gönnen. Das kann natürlich auch nur kurzfristig sein, ne? Kurztrip oder abschalten, abschalten. Entweder ist es eine Reise, um abzuschalten, um sich zurückzuziehen, ne? Um Kraft zu tanken. Oder einfach auch so, man muss nicht unbedingt wegfahren. Ne? Das kann einfach das Krafttanken sein, die Pause von jemandem. Also hier zeigt sich Glück, Glücksgefühl, Positivität, Wärme, Optimismus und der Rückzug, sich zurückziehen. Ein Rückzug. Eine Isolation, die einfach gut tut, die man braucht, die jemand braucht. Klären wir das mal auf. Kleeblatt, Sonne und Turm, worum geht's denn da? Steinbock. Worum geht es da? Hoppa. Da. Ja. Ich bin erledigt. Ich brauche eine Pause, ich brauche eine Ruhe. Ich verabschiede mich von einer Situation jetzt mal, ne, die mich K.O. gemacht hat. Das ist das Mentale, das ist das Körperliche, ne, wo man sagt, so, dem setze ich jetzt erstmal ein Ende. Du siehst dich selber auf dem Boden liegen praktisch, so.
K.O., jetzt ist Feierabend. Das ist natürlich auch das Vergängliche, ne? Wo du sagst, so, da habe ich mich jetzt draus befreit, ne? Diese Rüstung, diesen Schutzanzug, den habe ich jetzt ausgezogen, ne? Und das lasse ich jetzt hinter mir. Jetzt geht es in den Rückzug, jetzt geht es in die Positivität. Jetzt geht es darum, Kraft und Wärme und Energie zu tanken. Schauen wir mal. Die Heilerin. Noch eine Karte, Steinbock. Ja, Heilung und Abflug. Heilung und Umbruch. Eine heilerische Situation, ein heilerischer Rückzug. Heilung, um aus dieser Unruhe rauszukommen. Ja, also man braucht diesen Rückzug, beziehungsweise man lässt etwas hinter sich, ne? Man verabschiedet sich von etwas, man geht in den Rückzug, man isoliert sich, man gönnt sich die Ruhe, vielleicht alleine oder auch mit jemandem zusammen. Was haben wir da im Hintergrund? 77 und das 14, das ist der Fuchs, ja. Sich von falschen Dingen befreien, sogar auch. Die richtige Richtung einschlagen, den richtigen Weg einschlagen. Es ist richtig, sich diese Ruhe zu gönnen. Es ist richtig, sich davon zu lösen, sich davon zu verabschieden, sich diese Pause einfach zu gönnen. Auch geht etwas hier in die Heilung und dann kommt es zum Umbruch, dann kommt es zum Abflug. Befreiung und Freiheit. Freiheitsdrang, ne? So, jetzt gucken wir uns die letzte Situation mal an hier. Entensand und Lagerfeuer. Die Enten, das sind Gespräche, auch wieder Kommunikation, aber das sind so oberflächliche Kommunikationen, die jetzt nicht unbedingt tief gehen. Das sind einfach ganz normale Smalltalk-Gespräche, die man hat. Sand besagt, ja, diese Gespräche bringen einen eigentlich nicht viel, die bringen einen nicht weiter, ne? Vielleicht glaubt man, dadurch verläuft etwas im Sande. Dann haben wir hier das Lagerfeuer, was aber für eine gemütliche Zeit steht, für Gemeinsamkeit. Auch ist das so eine ruhige Zeit, eine schöne Zeit, die man dann hat, ne? Man fühlt sich wohl, Wohlfühlfaktor ist das. Vielleicht hat man diese Gespräche mit einem Menschen oder mit mehreren Menschen, wo man glaubt oder das Gefühl hat, man will eigentlich auf was anderes hinaus, ne? Die anderen Menschen oder der Mensch, der quatscht die ganze Zeit so oberflächlich, aber eigentlich wollte man das Ganze tiefer haben, ne? Weil Lagerfeuer ist so, ja, man erzählt sich etwas, es ist tief, es geht in die Tiefe, es ist gemütlich, es ist romantisch, ne? Kann natürlich auch sein, dass ihr sagt, so dieses oberflächliche Gequatsche, da habe ich keinen Bock zu, das bringt mich auch nicht weiter. Ich begib mich in eine schönere Zeit, in eine ruhigere Zeit. So, gucken wir mal, worum geht es denn da? Es kann natürlich auch sein hier, ne, dass das im Urlaub ist, ne, dass man sich da austauscht mit Menschen oder mit einem bestimmten Menschen. Steinbock. Worum geht es hier enden? Oh. Die 7 der Münzen. Ja, es geht um Stabilität. Es geht darum, dass man etwas beim Wachsen zusehen will, ne? Etwas soll wachsen. Eine Situation mit einem Menschen, mit mehreren Menschen, Gespräche, ein Aufbau, vielleicht geht es um einen Aufbau in einer Verbindung. Das ist die gewisse Ungeduld, die sich hier aufzeigt. Man wartet, wie viel kommt da jetzt noch hinzu oder kommt da überhaupt noch was hinzu? Jetzt habe ich die 7 der Münzen, geht es jetzt noch weiter? Also einer könnte da ungeduldig sein, wartet auf etwas, ne? Wartet vielleicht auf tiefere Gespräche, auf eine schöne Zeit, eine romantische Zeit, jetzt zum Beispiel im Liebesbereich, wenn es etwas mit der Liebe zu tun hat. Klären wir das auch mal auf hier, Steinbock, was ist hier los? Oh, siehst du, der Berg, Blockade. Noch eine Karte. Oh, und die Wolken, ja, jemand ist blockiert. Hier ist eine gewisse Schwierigkeit, die einem unsicher macht. Diese Gespräche könnten schwierig werden. Also man hat das Gefühl, es kommt nicht auf den Punkt. Irgendwie habe ich das Gefühl, es geht hier vielleicht um eine Verbindung.
oder ein Mensch, der einfach wichtig ist, der ist blockiert, beziehungsweise ja, hat da eine Blockade, frei zu sprechen, frei etwas auszusenden. Irgendjemand kann sich da nicht fallen lassen. Vielleicht seid ihr das ja auch selber, ne, dass man da Schwierigkeiten hat, sich da fallen zu lassen, diesen Berg hinter sich zu lassen, sich nicht wie ein Berg aufführen. Also jemand führt sich hier wie ein Berg auf, vielleicht so ein bisschen Stock im Hintern. Und was dann hier einfach zu Unsicherheiten und Unklarheiten führt. Ne? Man hat keine klare Sicht, entweder in der Gefühlswelt oder auch bei diesem Gespräch. Vielleicht erhofft sich da jemand was. Ne? So, im Hintergrund haben wir die 27. Ja, das ist der Brief. Ne? Das ist ja auch die Kommunikation, Aussendung, Kommunizieren, aber auch Oberflächlichkeit, sage ich ja. Das Ganze ist zu oberflächlich. Für jemanden ist das Ganze zu oberflächlich. Jemand will da eigentlich gerne tiefer rein, romantischer oder will etwas erfahren, will etwas hören, Steinbock. Entweder du oder eine andere Person. Mann oder jemand hat darauf hingearbeitet, wartet, dass man da seine Früchte ernten kann. Ne, ihr müsst das in eure Situation ummünzen, Steinbock. So, jetzt kriegst du zum Schluss hier noch eine Seelenreich-Orakelkarte. Was haben die denn noch zu sagen hier? Für den Juni, Steinbock. Was? Sei mutig und erwecke den Krieger, die Kriegerin des Lichts in dir. So, Licht, ne? Folge dem Licht. Mutig, mutig sein. Mut spielt ja auch nochmal eine Rolle. Ja, der Krieger zu sein, Jäger zu sein, nach seinen Zielen jagen, nicht? Begib dich zu den positiven Dingen, begib dich zu den hellen Sachen hin, komm aus den Schatten ins Licht rein, ne? Ja, vielleicht muss man sich auch öffnen. Vielleicht bist du der oder diejenige, der oder die sich öffnen sollte. Ein bisschen Mut und sich ja da rein bewegen, ne? So, ja, das, was ich haben will, das will ich kriegen. Das, was ich haben will, das kriege ich auch. Sowas kommt mir gerade durch. Ich lese euch den Spruch hier auch mal vor. Sei mutig und erwecke den Krieger, die Kriegerin des Lichts in dir. Diese Karte möchte dich auf dem Pfad des lichtvollen Kriegers, der lichtvollen Kriegerin führen. Sie will dir sagen, dass du dich den Herausforderungen des Lebens stellen sollst. Der lichtvolle Krieger, die lichtvolle Kriegerin ärgert sich nicht über schwierige Situationen. Er oder sie sucht keinen Schuldigen für das Elend, den Betrug, die Lügen oder den Schmerz in seinem oder ihrem Leben. Der lichtvolle Krieger, die lichtvolle Kriegerin ist mutig und überwindet all die Lügen in seinem und ihren eigenen Inneren. Wer keinen Mut in seinem Herzen spürt, wird dort auch keine Lebenslust finden. Sei mutig, ruf deine Seele dir zu. Beseitige die Gipfel, siehst du, und habe keine Angst vor den Tiefen. Alles dient dem Wachstum deines Bewusstseins, die Höhen und die Siege ebenso wie die Tiefen und die Niederlagen. Die Reise, auf der du dich befindest, ist eine lange Reise und niemand kann etwas über diesen Weg vorhersagen. Ob er sicher sein wird, ob er dir viel Leid oder viel Freude bringen wird, diese Reise ist ein Abenteuer. Erwecke den lichtvollen Krieger, die lichtvolle Kriegerin in dir und fürchte dich nicht, denn dieser Aspekt deines Seins ist dein Schutz. Kämpfe für das Licht in dir und kämpfe für das Licht in dieser Welt, indem du es behütest und wachsen lässt. Und schaue dich nie wieder nach einem Schuldigen um, denn den gibt es nicht. Die Fäden deines Schicksals liegen nicht in den Händen anderer Menschen, sondern allein in deinen Händen der Götter. Und diese reagieren stets die Impulse, die von dir kommen. Du erschaffst die Siege und die Niederlagen in deinem Leben. Dies zu erkennen bedeutet, ein weiser Krieger, eine weise Kriegerin zu sein. Doch diese Karte ist auch ein Hinweis auf eine Gefahr für dein Herz. Dieser feine, sensible Ort darf nicht beschmutzt werden. Stelle deinen inneren Krieger, deine innere Kriegerin vor dein Herz und behüte es. Lasse dich in den nächsten 21 Tagen
Auf keinen Fall in einen Kampf verwickeln. Bleibe bei dir und lasse alles, was im Außen ist, einfach gelassen an dir vorbeiziehen. Dein Krieger, deine Kriegerin schenkt dir die nötige Kraft und Zentriertheit. Wow, jetzt lese ich hier gerade. Krafttier Steinbock. Das passt ja. Steinbock, siehst du? Also, die Kriegerin. Ja, du darfst trotzdem dein Herz schützen vor eventuell Verletzungen und so weiter. Aber kämpfe auch dafür, für das, was du haben möchtest. Es gilt auch alles, wie schon gesagt, hinter sich zu lassen, ne? Täuschungen, Lügen etc., Dinge, die einem nicht gut getan haben, ne? Deshalb solltest du ja auch diese Pause machen, dir diese Pause gönnen, ne? Ja, ich glaube, da gibt es auch nichts mehr hinzuzufügen, mein lieber Steinbock. Ich wünsche dir alles Liebe im Juni, dass alles so verläuft, wie du das haben willst. Und danke dir fürs Zusehen. Bis bald, mein lieber Steinbock. Tschüss.